Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Witcher 3 auf dem Kanal The Northern Ray of Life mit mir, dem Digi-Helden und dem Geralt. Genau, ha, hatten wir schon, ich weiß, aber immer wieder sexy ist nochmal zu sagen. Ich hab dich im Auge, Junge. Ich hab dich im Auge. Ja, ich seh dich. Ich seh dich. So. Wollten reiten gehen. Dafür brauchen wir Plötze. Oh, der Gaul ist ja schon wieder. Ja, komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Da geht halt der Knochen zum Hund, ne? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg halt zum Prophet. Ist doch normal. So, an dem Wald. Weltkarte. Das wird ausgeräuchert. Ach, das ist ja wieder auf der anderen Seite. Ach, hier gibt es doch bestimmt auch irgendwo Rehe, ne? Boah. Vielleicht gibt es ja auf dem Weg zu den Rehen auch noch irgendwas Lustiges, Interessantes, Tolles. Das zum Beispiel. Schneller. Wir müssen ja nicht, aus dem Weg! Ich bin auf dem Pferd, Pfosten. Los, da durch, Mensch, da Plötze! Langsam. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Da ist eine Pforte. Was ihr sagt, er würde nicht mal seinen Hund. Aber muss ich überhaupt darüber? Ich bin nur auf die Karte. Eigentlich muss ich nicht darüber. Dann geht's los. Ja, von einem aus. Disziplin, wie fehlt euch? Der Junge, der gut macht, kennt einen Händler, der einmal nach hinten. Oh, schön vom Fick gerutscht. Zieht ihr mir die Rehe? Kurz bevor meine Kondition ausgeht. Banditenlager. Macht er denn da? So ist gut. Schreien ihn alles rum. Suchst du Ärger? Ja, du nicht. Irgendwie auf der linken Seite habe ich das Gefühl, als würde ich bluten oder so. Also eigentlich wollte ich jetzt noch Fleisch kriegen und nicht noch mein letztes Fleisch für diese blöden Banditen hergeben. Ach Scheiße. Ja, komm runter da. Bogenschützen. Streng dich um. Na. Da müssen wir echt noch mal drüber reden. Heute die Werf in deinem Graben. Halte die Schnauze und kämpfe. Ja. Dein Schwert hoch.
Oh. Schwerto. Okay. Hoffentlich hat er was Gutes mit. Oh, ouch! Na was? Bin ich froh, dass es dir besser geht. So, das hat mich 3 Fleisch gekostet. Na komm schon. Ein Hühnerbein. Da rollt noch der Kopf. Aber da ist noch einer, der Bogenschütze, oder? Hallo, du bist beschossen. Er muss erst getroffen werden. Alter, kannst du jetzt mal bitte das Schwert ziehen? Das wäre allerliebst. Das kann nicht wahr sein, ey. Was soll denn das? Also irgendwie habe ich da ein kleines Problem. Also, vielleicht liegt es ja auch an meiner Spielweise, aber wenn ein Gegner auf dich zielt, dann würde ich immer sagen, ich ziehe das Schwert. Ja, und wenn ich die Fähigkeit habe, die fucking Pfeile abzuwehren mit dem Schwert, und da steht ein Bogenschütze, dann nehme ich doch das fucking Schwert. Das macht mich gerade ein bisschen, unzufrieden. Weil der Vogel hat mich halt auf eine Art erwischt, die mich hätte nie erwischen würde. Hätte er mich nicht. Er hätte mich auf er hätte mich nicht erwischt. So, Punkt. Echt, die haben da irgendwie jemanden eingesperrt. Salpeter! Habe ich gerade Salpeter gesehen? Ich kann so eine scheiß fucking Bombe bauen. Das für eine waren da irgendwie so. Ach, da sind Bienen oder was? So, habe ich noch irgendwas übersehen? Hat da jemand Knurren oder? Okay. Mit Art? Na gut, jetzt haben wir gerade Wölfe am Arsch. Fünf. Okay. Nettes Tänzchen. Schönes Fleisch. Und kein Kratzer.
Oh, und wir haben 2 Stunden. So geht's. So, das war's dann auch, ne? Das noch kann ich. Hase. Ach, Hasenfell. Ich will kein Hasenfell. Ich will was zu essen. Hier war doch irgendwo ein Reh. Was war das denn? Da hin. Was ertrunken? Ja, lassen wir die mal. Ich brauch sie nicht. Ach, schön übers Feuer gelaufen. Oh Mann. Aha, eine Aufgabe. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexakodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Ja, ne? Ah, oh, eine Quest. Ich werde wahnsinnig. Das muss ich. Das ist ja der Warte mal. Zu spät. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe eine Quest. Eine Quest, die nicht, wo ich nicht eine Stufe drunter bin. Kostbare Fracht. Teufel beim Brunnen. Ja, die nehme ich dann als nächstes. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Nein. Wagenspuren, die in den Sumpf führen? Lass mich mal gucken. Ja, es könnte sein. Wie es weitergeht. Ob ich es überleben werde. Ob da hinten, jetzt hätte ich Neckar gesagt, fast wieder, Ertrunkene sind und alles andere werden wir erfahren in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die Geheld spielt The Witcher 3.
Tschüss.